Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist mal wieder New Bike Day. Ich habe hier ein schönes Paket und ja, was da drin steckt, darum soll es heute im Video gehen. Ich habe es auf Instagram ja schon mal ein bisschen angedeutet. Ich habe mir ein Rad bestellt, was relativ günstig ist. Also wir liegen hier unter 1000 Euro auf jeden Fall. Und ich habe mir gedacht, das ist ein ganz schönes Rad. Das wird aber hauptsächlich dafür da sein, damit in die Arbeit zu fahren und vielleicht mal die ein oder andere Tour zu fahren. Jetzt kann sich vielleicht der ein oder andere auch schon denken, was in dem Karton drin steckt. Warum habe ich mich für so ein günstiges Rad entschieden? Ganz einfach, das wird auf jeden Fall nicht so bleiben, wie es ist. Und da wird sich das ein oder andere auf jeden Fall dran ändern. Ja. Ich war ganz froh, dass ich es jetzt bekommen habe, weil es auch eins der einzigen war, die in XL verfügbar waren. Und ja, schauen wir mal, was drin ist, würde ich sagen. Let's go. So, dann machen wir das gute Paket mal auf. Ich muss jetzt dann, glaube ich, gleich nochmal die Kamera umstellen, dass man das auf jeden Fall gut sieht. Ich habe die Kamera jetzt mal ein bisschen weitwinklig hergestellt, dass ihr natürlich auch was seht. Ja. So schneiden wir das Ganze mal auf. Und ich denke mal, das wird relativ einfach sein, das rauszubekommen. Es sollte nicht so schwer sein. Ja, es ist relativ wenig in dem Karton drinnen. Schauen wir mal, ob irgendwie Einzelteile drin sind. Ja, das ist alles als ein Teil verpackt. Schauen wir mal. Ja, ziehen wir es raus, würde ich sagen. Ach, da vorne ist noch ein kleiner Karton drin. Ah, den kriege ich nicht raus. Ja, schauen wir mal. Zack, 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 zack. Jo, jetzt könnt ihr die einen oder anderen vielleicht schon erkennen. Ich habe mir ein Gravelrad geholt. So, stellen wir mal ab. Und den Karton tun wir mal auf die Seite. Ich würde sagen, ich spanne das ganze Ding jetzt mal ein. Und dann packen wir das komplett noch aus und schauen uns mal an, ja, was ich mir geholt habe. So Leute, da ist das gute Stück komplett aufgebaut. Ich habe es jetzt mal grob aufgebaut, sprich ich habe alle Schrauben mal dran, Lenker dran, Rad eingebaut und so weiter. Ich werde das Ganze aber natürlich nochmal komplett durchchecken. Ich werde über die Drehmomente nachprüfen und so weiter und so fort. Sollte man auf jeden Fall immer machen bei jedem Rad, egal von wem es kommt. Selber kontrollieren ist immer das Beste. Ja, grundsätzlich, wie schon gesagt, ist es das günstigste Modell. Mit dem einfachsten von einfachen dran, aber wie gesagt, für mich ist das völlig ausreichend. Das einzige, wo ich mir noch nicht ganz schlüssig bin, ist die Bremse. Da werde ich wahrscheinlich was ändern müssen. Das Problem ist, wenn man die Bremse tauscht, muss man auch die Schaltung mittauschen, weil es ja hier der Hebel und Schaltung gemeinsam ist. Ja, muss ich mal gucken. Ich werde jetzt erstmal so ein Stück fahren und das Ganze mal austesten, wie weit ich das dann dran behalten werde. Das werdet ihr auf jeden Fall dann sehen, falls ich das Ganze tauschen werde. Aber ich gebe dem Ganzen erstmal eine Chance. Vielleicht ist es sogar ausreichend für mich. Werde ich sehen. Ja, grundsätzlich fahre ich da vorne zweifach auch. Da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich das so lassen werde. Eventuell werde ich da auch noch auf einfach umsteigen. Mal gucken, wie sich das alles dann natürlich auch anbietet. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie sich das Ganze fahren lässt. Und ich werde es auf jeden Fall zeitnah testen. Vorausgesetzt, es hört mal auf zu schneien und die streuen nicht mehr so viel Salz. Aber ja, das werden wir dann sehen. Das werdet ihr auch sehen, wenn ich die erste Fahrt mache. Ich werde es dann wahrscheinlich demnächst testen und
und natürlich dann auch ein Video dazu machen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom Gravel haltet und ob ihr schon mal Gravel gefahren seid. Das würde mich auf jeden Fall schon interessieren. Ist übrigens Rahmengröße XL, weil ich relativ groß bin und mit der Schrittlänge ist mir eigentlich nichts anderes übrig geblieben. Ja, und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch mein Kanal gefällt, gerne liken und abonnieren, würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall demnächst in einem neuen Video wieder. Ich denke mal, entweder werden wir das Gravel-Test fahren oder ich werde mal wieder auf dem Hometrail unterwegs sein. Eins von beiden wird kommen und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem weiteren Video. Ciao.